Sie macht eine gute Figur, ob in Schwarz oder in Weiß. Und das seit einem Vierteljahrhundert. Auch mit 40 Jahren zählt Kate Moss zu den bestbezahlten Models der Welt. Allein schon durch ihre lange Karriere ist die britische Laufstegschönheit für viele einmalig. Sie ist das britische Übermodel, eine absolute Ikone. Wir haben das Gefühl, dass wir sie fast persönlich kennen und ihr gefolgt sind vom tapsigen Teenager hin zur reifen, gefassten Frau. Mit 14 wird Kate Moss am New Yorker Flughafen JFK entdeckt. Das bleiche Mädchen wird zur Galionsfigur der umstrittenen Magermodel-Mode. Längst ist sie der Rockstar unter den Mannequins. Durch ihr Auftreten und die Männer an ihrer Seite. Von ihren Ex Johnny Depp und Pete Doherty hin zu ihrem jetzigen Gatten Jamie Hintz. Sie ist einfach außerordentlich fotogen. Man kann wohl sagen, dass man einfach kein schlechtes Bild von ihr machen kann. Wenn sie im Dienst ist, geschminkt, sieht sie natürlich großartig aus. Aber sogar außerhalb sieht sie einfach immer toll aus. Sie hat ihre ganz eigene Anmut und Stil. Sie ist eine große Inspiration für eine Generation junger Frauen. Egal wie viele Drogen sie genommen hat, in einer Illustrierten sieht sie immer noch gut aus. Sie kommt zur Arbeit und auf der Titelseite sieht sie immer noch gut aus. Die Leute ignorieren es und vergeben es ihr. Für Künstler wie Lucian Freud und Designer wie John Galliano ist Kate Moss eine Muse, für Klamotten wie für Parfums ein Werbeträger. Kurz vor ihrem 40. lässt sie sich für das Männermagazin Playboy ablichten, zum Ärger von Feministinnen. Aber Angst davor, sich aufreizend in Szene zu setzen, hatte sie wohl nie.